Hallo, 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 liebe Freunde. Und willkommen zurück zu einer neuen Folge The Longest Journey mit mir, eurem Retro-Floppy. Es freut mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und wir befinden uns immer noch in der Enklave der Wächter. Da ist Minstrum Merin, da sind wir. Wir reden nochmal mit Minstrum Merin, denn soweit ich mich erinnere, müssen wir noch ein paar Bücher lesen. Ja, das wird eine sehr vorleseintensive Folge. Ich hoffe, es stört euch nicht. Wieso ist das Bild schon wieder weg? Ach, OBS. Du hast schon so deine Macken. Ich hoffe nur, dass die Aufnahme was wird. Denn immer wenn OBS rumzickt, vertraue ich dem Ganzen nicht ganz. Denn wisst ihr was? Manchmal habe ich einen richtig guten Tag und nehme eine richtig gute Folge auf. Ich bin locker, fluffig, lustig. Die Folge ist mir so richtig gut gelungen. Und dann gehe ich ins OBS und der ganze Scheiß hat nicht funktioniert. Und irgendwie entweder ruckelt das Video oder der Ton ist nicht da, obwohl alles im OBS als normal angezeigt wird. Naja, ihr werdet ja sehen, ob die Folge hier geklappt hat oder nicht. Gut, Minstrum Merin, wir reden mit dir. Und holen uns das nächste Buch. Du bist es schon wieder. Du hast mich ganz schön erschreckt. Wer soll es sonst sein? Könnte ich noch mehr Bücher lesen? Aber natürlich. Was für eine Frage. Ein Buch über Markurias Geschichte wäre interessant. Okay. Ein Buch über Markurias Geschichte wäre interessant. Ein recht umfangreiches Thema. Ich werde mein Bestes geben. Tap, tap, tap. Ich habe da etwas Interessantes gefunden. Ich lasse es hier, damit du es lesen kannst. Mir fällt gerade auf. Egal, das kann ich bestimmt noch irgendwie korrigieren. Warum ist das... Ach, das ist seit dem letzten Scum-VM-Update. Da spinnt er irgendwie rum. Mir ist gerade aufgefallen, dass das Video... dass das Spiel jetzt in 16:9 ist, also nicht im richtigen Bildformat. Egal, das kriege ich schon. Das bearbeite ich nachher. Das hat mich das letzte Mal schon, als ich aufnehmen wollte, gestört. Und da hatte ich dann versucht, das zu korrigieren, aber es hat nicht so geklappt, wie ich wollte. Ich gucke später nochmal. Ach ja. Ich sehe aus wie ein Dienstmädchen. Ich finde es eigentlich ganz hübsch. Buch. Reise durch das Nordland von Jemin oder Jemain, dem Entdecker. Erster Teil. In meinen vielen Reisen... Nee, nochmal. Das kannst du besser. Erster Teil. In meinen vielen Jahren als wandernder Barde und Dichter habe ich das liebliche Reich Arcadia durchmessen und vieles gesehen, von dem die meisten Menschen nicht einmal träumen. So habe ich zu Midwinter auf dem herrlichen, furchteinflößenden Kap des Südens gestanden, als die Stürme am wildesten tobten und Wellen so hoch wie die Türme von Altaban meinen gefrorenen Leib umspülten. Ich habe die grausamen Wesen aus den tiefen, tödlichen Wassern des Südlandes erlebt. Wesen, die ganze Galeonen verschlingen und mit einem einzigen Schlag ihres mächtigen Schwanzes den Meeresboden oder aber die Sterne erreichen. Ich habe das große Meer von Nord nach Süd, von Ost nach West durchquert und bin auf Wüsteninseln gestrandet, wo ich monatelang
vom dürren, spärlichen Bewuchs leben musste. Ich bin auf dem riesigen Elkwahn durch die Wüste Changangriel, die Ödnis, geritten. Von Altaban nach Monterbar und weiter nach Süden, wo es nur noch wenige Teruk-Oasen gibt. Auch die Wanderdünen auf der Ruine von Gorimon, dem unvergleichlichen Juwel des Reiches Bakshewa, habe ich mit eigenen Augen gesehen. Seit Jahrhunderten liegt Gorimon unter dem trügerischen Sand vergraben. Und im fernen Westen war ich ebenfalls vom Schicksal und dem guten Willen der Schattenschiffe getragen. Dort bestaunte ich die fremdartigen, unbekannten Klippen einer Welt, die nur wenige sehen. Einer Welt fremder Sprachen und Bräuche und großer Wunder. All das und mehr habe ich sehen dürfen. Doch war mir der lieblichste Anblick jener des Nordlandes. Nichts kommt dem Sonnenaufgang am Mount Tyranae gleich, wenn der Blick über die Nedra-Ebene schweift und die wilden Hengste zu Tausenden frei umhertollen. Und der Anblick der Stadt Coruscant, der Feuerperle, wenn die Sonne hinter ihr flammend im Meer versinkt und die langsamen Wellen sich gelb und orangerot am Strand brechen, ist unvergesslich. Dieses Land ist vom Schöpfer gesegnet. Von Menschen geformt ist es doch wild und fruchtbar. Es beherbergt die größten Städte, die schönsten Anblicke und die kultiviertesten Völker ganz Arkadias. Von allen Feuern, an denen ich meine müden Beine ausgestreckt habe, von allen Wirtshäusern, in denen ich die Lieder und Legenden der Welt erlernt habe, sind jene des Nordlandes die, zu denen ich immer wieder am liebsten zurückkehre, um noch mehr zu lernen. Gesellt euch nun zu mir, werte Leser, und lasst euch von den Gefühlen umfangen, die mich bei meinem ersten Besuch im so unermesslich reichen Nordland überkamen. Lest über die exotischen Orte, die zerklüfteten Küsten und die satten Wälder des gesegneten Landes. Lernt seine Völker kennen und lasst euch von der ewigen Sehnsucht nach jenem fernen Land übermannen. Oh, Nase kribbelt. Okay, geht wieder. Markuria. O Markuria, du ungeschliffener Diamant, du lieblichste aller Hauptstädte. Dein Rat wird von vielen erbeten, denn die Weisheit der Jahrhunderte sammeln Männer, die weiser als die Zeitalter, und überliefern sie durch Erzählungen. Markuria, hast du nicht den Verlauf des Krieges zwischen deinen Völkern verändert? Diplomat, Weiser, Zauberer und vieles mehr. Du trägst ohnegleichen das Zeichen des Verdienstes und der Tugend. Vom Poeten Jemain Urtrin. Markuria, die Hauptstadt von Irede, liegt an der Südküste des Nordlands. Die Hafenstadt ist ein bedeutender Umschlagplatz und Treffpunkt von Händlern, Abenteurern und Pilgern. Markuria ist für Millionen Menschen und Angehörige anderer Rassen Mittelpunkt und Handel, von Handel und Diplomatie. Irede ist ein stolzes, starkes Land. Es erstreckt sich im Norden bis zur Nedra-Ebene, im Westen bis zum Land der Tyren, im Süden bis zum Großen Meer und im Osten bis zum Nordland. Menschen, Dolmari, Tyren, Maulwurfsleute und Venar sind hier beheimatet. Das Land bildete sich, als Markuria zum wichtigsten Handelsplatz und Ort des Austauschs zwischen den Völkern wurde. Die umliegenden Länder vereinigten sich zum repräsentativ demokratisch regierten Irede, das derzeit Lord Ikven Dellan geführt wird. Der Hohe Rat wird von Ministern gebildet und tagt im Ratssaal von Markuria, der von Palast und Kaserne flankiert wird. Die Bewohner von Irede sind Traditionalisten und änderten ihre Regierungsform über Jahrtausende kaum. In der Hochsprache bedeutet Irede denn auch Vereinigung. Markuria ist Hauptstadt von Irede, diplomatisches sowie Handelszentrum und ein Ort unvergleichlicher kultureller Vielfalt. Von den Menschen hin bis zu den Vanar haben sich Vertreter zahlreicher Rassen angesiedelt. Von der Wiege der Menschheit hat sich Markuria zum Nabel der zivilisierten Welt entwickelt. Vor 20.000 Jahren, am Gestade des damals unbefahrenen Meeres gegründet,
ist es die erste überlieferte ständige Siedlung der noch jungen menschlichen Rasse. Von den weiterentwickelten Rassen zunächst sich selbst überlassen, wuchs und gedieh Markuria. Es durchlebte eine Periode selbstbewussten Wachstums und erwarb einen Ruf als gnadenlose Invasionsmacht. Damit zog es die blutige Aufmerksamkeit der Tyran im Westen und der Dolmari im Norden auf sich. Der jahrelange Krieg zog Markuria erheblich in Mitleidenschaft. Als die Stadt wieder aufgebaut wurde, befestigte man sie mit sehr starken Verteidigungswällen, die Markuria fortan vor Angriffen von Land und von See schützen. Ein friedliches Zeitalter brach an. Markuria wuchs in seine heutige Rolle von Arcadia. Zwar fallen alle umliegenden Gebiete unter Markurias Rechtsprechung, doch bleibt ihnen eine große Eigenständigkeit. Auch die Steuern gelten als gemäßigt. Die umliegenden Gehöfte nutznießen von den Märkten und der Ausfuhr in andere Länder. Die Region wird von Markurias Streitmacht vor Banden und den Herrscharen der Tyran beschützt. Zudem bietet Markuria den Völkern des Nordlandes einen der geschäftigsten Häfen von ganz Arcadia. Von hier aus brechen Schiffe nach Osten auf. Bist du fertig? Ja, ich bin Lass fertig. Lass nur, ich räume es schon weg. Das andere Buch war ein bisschen spannender. So, nochmal Opa unter der Achsel kitzeln. Kille, kille. Du bist es schon wieder. Du hast mich ganz schön erschreckt. Könnte ich noch mehr Bücher lesen? Könnte ich noch mehr Bücher lesen? Aber natürlich, was für eine Frage. Volksmärchen von Arcadia. Ich würde gerne einige Volksmärchen aus Arcadia lesen. Eines meiner Lieblingsgebiete. Ich habe genau das, wonach du suchst. Ich habe da etwas Interessantes gefunden. Ich lasse es hier, damit du es lesen kannst. Okay, gehen wir mal lesen. Märchenzeit! Sadra, die treue Gemahlin. Sadra war mit einem Scheusal verheiratet. Einem dumpfen, gewalttätigen Klotz namens Kari. Wenn er getrunken und beim Hütchenspiel wieder einmal verloren hatte, schlug er seine Frau, die ihn treu versorgte und ihm immer Achtung entgegenbrachte. Nie beklagte sie sich über ihr Leben und wenn sie morgens mit noch so schmerzhaften blauen Flecken erwachte. Kares Misshandlungen konnten Sadras natürliche Schönheit nicht zerstören. Sie hatte üppiges dunkles Haar, grüne Augen und wurde auf ihren Besorgungen auf dem Markt oder auf dem Weg zum Brunnen von allen Männern bewundert. Aber niemand traute sich, Sadra anzusprechen. Man fürchtete ihren unbeherrschten Gatten mehr, als man ihre Schönheit bewunderte. Alle bedauerten Sadra und wünschten der treuen, geduldigen Seele einen besseren Gemahl. Doch wagte niemand, sie von ihrem Peiniger zu befreien. »Sie hat ihren Weg gewählt«, rechtfertigte man sich. »Wir dürfen uns nicht einmischen.« Eines Tages ritt ein junger Prinz in die Stadt, um sich mit ihren Vertretern zu beraten. Als er Sadra erblickte, die mit zwei schweren Eimern beladen vom Brunnen nach Hausen ging, war er von ihrer Schönheit und Anmut entzückt. Hingerissen sprang er vom Pferd und trug ihr die Eimer nach Hause. Er machte Sadra den Hof, entschuldigte sich aber, als sie ihm eröffnete, dass sie verheiratet sei. Als Kare abends hörte, dass der Prinz Sadra geholfen hatte, schlug er sie besonders heftig. Wie hatte sie einem Adligen gestatten können, sich in ihre Pflichten einzumischen? Volltrunken, denn er hatte sein übliches Maß an Met schon längst erreicht,
wankte er zum Gasthaus, in dem der Prinz während seines Aufenthalts wohnte. Der Prinz aß zu Abend, als Carré dort eintraf. Als man ihm sagte, dass Sadras Mann hier war, winkte er Carré zu sich heran und beglückwünschte ihn freudig zu seinem guten Geschmack. »Eure Gemahlin ist die schönste, warmherzigste Frau, die ich je kennengelernt habe.« Entschuldigte sich aber. Moment, nächste Seite. Die ich je kennengelernt habe, eröffnete der Prinz dem wutentbrannten Carré. Dann bot er ihm einen Platz am Tisch und einen Krug Met an. Doch Carré zog sein Schwert. Ich muss mal einen kurzen, einen kleinen Schluck trinken. Lalalala. Die Zunge wird ein bisschen. Ja, so macht man Stellen noch spannender mit kleiner Trinkpause. Doch Carré zog sein Schwert und stürzte sich auf den Prinzen, bevor seine Wachen handeln konnten. Doch der wich dem ersten Hieb geschickt aus, langte nach seinem eigenen Schwert und bat seine Wachen, nicht einzugreifen. Mit knappem Lächeln nickte er Carré zu und nahm seine Kampfstellung ein. Instinktiv ahnte Carré, dass er einem Meister gegenüberstand. Im ehrlichen Duell würde er den Prinzen nie besiegen. Blitzschnell steckte er sein Schwert wieder in die Scheide, lockerte aber seinem Ärmel verborgenes Messer. »Verzeiht mir, Prinz«, hob Carré scheinheilig an. »Ich habe mich von der Liebe zu meiner Gemahlin in blinde Eifersucht treiben lassen. Nehmt meine Entschuldigung und meine Freundschaft an.« Der Prinz, der nicht wissen konnte, wie übel Carré seine Frau stets misshandelte, lächelte und steckte auch sein Schwert wieder in die Scheide. Während er noch auf den Heuchler zuging und seine Entschuldigung annahm, zückte der das Messer und zielte in einer raschen Bewegung auf die ungeschützte Kehle des Thronfolgers. Hätte nicht eine der Wachen Carrés Tun mit scharfem Blick verfolgt und den Verräter und dem Verräter mit der stumpfen Seite seines Schwertes auf den Schädel geschlagen, wäre der Prinz gewiss gestorben. So rutschte das Messer jedoch aus und fügte dem Prinzen eine schmerzhafte, aber ungefährliche Armwunde zu. Carré wurde sofort abgeführt und bis zu seiner Verhandlung am nächsten Morgen in das städtische Gefängnis gesperrt. Wenn Sadra vor dem Gericht aussagte und ihre durch Carré erlittenen Misshandlungen schilderte, wäre ihm der Tod gewiss. Nun, da Carré inhaftiert war, sprach man in der Stadt offen über Sadras Pein. Doch selbst jetzt Irgendwie habe ich heute eine steife Zunge. Ja, ich weiß, ich habe steif gesagt. Doch selbst jetzt weigerte sie sich, gegen ihren Gemahl auszusagen. Und so entging er dem Todesurteil. Carré wurde zu 25 Jahren Arbeit im königlichen Bergwerk verurteilt. Von Sadras unerschütterlicher Treue beeindruckt, machte der Prinz ihr erneut den Hof. Sadra wies ihn jedoch ab. Mann, ist die Alte doof. Da sie noch verheiratet sei. Ein Jahr später kam Carré bei einem Fluchtversuch, bei dem er zwei Wachen ermordete, um. Okay, cool. Wieder suchte der Prinz Sadra auf. Er sprach ihr sein Beileid aus und warb erneut um sie. Diesmal stimmte Sadra zu. Binnen Monaten wurden die beiden in einer glanzvollen Zeremonie getraut. Und nach dem Tod des alten Königs wurden sie zum allseits geliebten und verehrten Königspaar. Sadra war die gütigste Königin, die das Land je gehabt hatte. Und ihr Begräbnis war das größte und tränenreichste aller Zeiten. Das nächste Märchen. Die Kinder aus dem See. An einem See lag ein Dorf, in dem seit 20 Jahren keine Kinder mehr geboren worden waren. Die Dorfbewohner waren verzweifelt, denn ohne Kinder würden sie aussterben. In ihrer Not wandten sie sich an ihren Gott und am folgenden Morgen stiegen zur Freude der Frauen 50 Kinder aus dem See. »Wir gehören euch«, sprachen sie.
Solange ihr eines befolgt, nie dürft ihr künftig im See angeln. Ernährt euch fortan nur aus dem Wald und vom Feld. Die Dörfler hatten zwar Sorge, einmal hungern zu müssen, waren sie doch reiche Nahrung aus dem See gewohnt, dennoch stimmten sie in ihrer großen Freude über den Kindersegen zu. Bald hatten sie gelernt, Wild zu jagen und Getreide anzubauen. Nach 18 Jahren war ein alter Mann aus dem Dorf, das Essen aber leid. Er sehnte sich nach frischem Fisch. Eines Tages fuhr er mit seinem Boot in einen versteckten Winkel des Sees und warf seine Angelschnur aus. Sofort fing er eine große Forelle, doch als er ans Ufer zurückruderte, sah er, wie die Kinder aus ihren Häusern ins Wasser liefen und im dunklen Nass, dem sie einst entstiegen waren, untertauchten. Alles Flehen ihrer Mütter half nichts. Die Kinder verschwanden im See. Der alte Angler sah, wie sie sich dort in Fische verwandelten und in die Tiefe hinabschnellten. Da schämte er sich furchtbar und ließ den geangelten Fisch wieder in den See gleiten. Doch es war zu spät. Das Dorf würde nun auf ewig kinderlos bleiben. Bist du fertig? Ja. Lass nur, ich räume es schon weg. Haben wir noch ein Buch zum Vorlesen? Ich sehe schon, das wird jetzt eine reine Vorlesefolge mit Onkel Floppy. Kille, kille. Und ab unter die Achsel mit der Hand. Himmel, du bist es schon wieder. Du hast mich ganz schön erschreckt. Entschuldigung. Könnte ich noch mehr Bücher lesen? Aber natürlich. Was für eine Frage. Volksmärchen. Ich suche Informationen, aber ich weiß nicht, nach welchem Buch ich fragen soll. Das spielt keine Rolle. Ich weiß viel über die meisten Bücher hier. Welches Thema fasziniert dich? Ich habe Gerüchte über Meermänner gehört, die im Meer der Lieder leben sollen. Darüber würde ich gern mehr wissen. Meermänner im Meer der Lieder. Mal sehen, ob ich etwas finde. Habe ich das schon vorgelesen? Habe ich das schon gelesen? Ich weiß es nicht mehr genau. Sehen wir ja gleich. Ich habe da etwas Interessantes gefunden. Ich lasse es hier, damit du es lesen kannst. Meerum, auch Meermänner, Meervolk, Merianer. Ein magisches Volk, das in den Tiefen des großen Meeres und anderer Ozeane lebt. Mit den Meerum haben sich nur selten Kontakte ergeben. Einst sollen sie erheblich zahlreicher gewesen sein, doch scheint ihre Bevölkerung heute zu schrumpfen. Zwischen dem Brist-Atoll und Geen, vor allem aber im Meer der Lieder, liegen bestätigte Berichte zufolge Meerumstädte. Sagen über Meermänner, Meervolk, Merianer gehen seit Urzeiten unter Seeleuten um. Darin werden die Meerum ungeachtet ihres insgesamt friedfertigen Wissens und Wesens als grausames Volk grotesk überzeichnet. Über die Meerum ist nun wenig bekannt, doch wird der Mittelpunkt ihres Glaubens von einem wohlwollenden Gott gebildet, der in der unermesslichen Tiefe des großen Meeres residiert. Er soll die Meerum einst von einem weit entfernten paradiesischen Ort zur Erde gebracht haben. Bist du fertig? Jupp. Lass nur, ich räume es schon weg.
und wieder nach dem nächsten Buch fragen. So dauert es ja ewig, wenn man ständig hin und her. Ihr wisst schon. Du bist es schon wieder. Du hast mich ganz ja, schön. Ja, wir sind's. Könnte ich noch mehr. Aber natürlich. Ich suche in. Das spielt. Gibt es Bücher über ein fliegendes Volk, das beobachtet und Geschichten erzählt? Geflügelte Geschichtenerzähler? Mal sehen, was ich finden kann. Warte hier. Ich habe da etwas Interessantes gefunden. Ich lasse es hier, damit du es lesen kannst. Die Insel Elais, nahe dem Briston-Atoll. Vielleicht sollte ich versuchen, dorthin zu gelangen. Alatir. Ein intelligentes, geflügeltes Volk, dessen Zahl seit einiger Zeit abnimmt und dessen Fähigkeit, lange Strecken im Flug zurückzulegen, seit mehreren Jahrhunderten zusehends schwindet. Die Alatir sind für ihre Fähigkeit bekannt, Geschichten aus frühester Vorzeit bis hin zur heutigen Erzählung in Erinnerung zu behalten und wiederzugeben. Hallo Katerchen. Der größte bekannte Stamm von Alatiren, mit dem Händler gelegentlich in Verbindung treten, lebt auf der sonst unbewohnten Insel Alais im Briston-Atoll. Ja, du bist ein guter Kater. Okay, dann geh wieder. Ich war zu knuddelig zu ihm. Bist du fertig? Lass nur, ich räume es schon weg. Ja, guter Kater. Ja, alles deins, alles deins. Reib dich ruhig am Monitor. Ein gutes Katerchen. Entschuldigung, der Kater ist jetzt gerade mal wichtiger, den muss ich knuddeln. Wenn er schon so niedlich und süß ankommt, muss er geknuddelt werden. Okay, nächstes Buch. Himmel, du bist es schon wieder. Du hast mich ganz schön erschreckt. Könnte ich noch mehr? Ich suche das Spiel. Ich würde gern etwas über die magischen Völker von Arcadia erfahren, denen die Stücke der Steinscheibe, die als Schlüssel zum Reich des Hüters dient, anvertraut wurden. Die Steinscheibe des Gleichgewichts, ja? Ja, ja. Das könnte möglicherweise in dem... Lass mich nachschauen. Einen kleinen Moment, bitte. Ich habe da etwas Interessantes gefunden. Ich lasse es hier, damit du es lesen kannst. Ich sehe aus wie ein Dienstmädchen. Kapitel 16 der achten Schrift. Der Schrift des Bruches. Über die Scheibe des Gleichgewichtes und den Ereignissen, die ihre Zerstörung auslöste. Die Schriften verraten uns, dass die Scheibe viele tausend Jahre lang in der Enklave aufbewahrt wurde. Hier war sie dank des Respekts der Menschen für die Väter vor jeder Bedrohung geschützt. Doch mit dem Widerstreit hielt Ungehorsam Einzug und mit ihm Sittenlosigkeit und Diebstahl. Von abtrünnigen Vätern ermutigt, versuchten Soldaten der Tyran die Scheibe zu stehlen. Doch sie wurden vom weißen Kinn selbst aufgehalten, obgleich er nicht hätte eingreifen dürfen. Die Scheibe wurde zur Enklave zurückgebracht, doch schien sie den Minstrum und dem Westrum nicht mehr sicher zu sein.
So schmolzen sie die Scheibe im Maul des Drachen ein, bildeten sie den Elementen vierer magischer Völker nach und vertrauten die einzelnen Teile diesen an. Sie sollten diese Teile der Scherbe aufbewahren, bis diese eines Tages wieder zusammengefügt werden würde. Ein Stein an jene, die im Dunkeln singen und Erde zwischen ihren Zehen formen. Ein Stein an die Bewacher der Wälder. Karte hier nicht auf die Tastatur treten. Oh. Nimmt's noch auf? Ja, es nimmt noch auf. Ein Stein an die Bewacher der Wälder, jene, die außen sind. Ein Stein an die zwei zu Lande und zu Wasser, die eins ergeben. Und ein Stein an die Hüter der dunklen Flamme, dem ewigen Schwarz, die Seefahrer. Wenn die Zeit kommt, da die Scheibe wieder ganz wird, soll eine Person zu den Vieren, welche die Teile haben, reisen. Die Teile werden ihr gern gegeben, denn an der Rechtschaffenheit der Person wird es keinen Zweifel geben. Bist du fertig? Lass nur, ich räume es schon weg. Du bist es schon wieder. Du hast mich ganz schön erschreckt. Könnte ich... Ich suche... Ja, ist okay. Und das ich möchte mehr über Drachen erfahren. Über die Drakin. Oh, ja, ja. Zu diesem Thema haben wir wunderbare Bücher. Warte hier. Ich habe da etwas Interessantes gefunden. Ich lasse es hier, damit du es lesen kannst. Dankeschön. Okay, die letzte Geschichte für heute, meine Kinder. Tut mir leid. Die Geheimnisse der Drakin von Minstrom Eljak. Vorwort. Die Drakin sind in den Zwillingswelten unter verschiedenen Namen bekannt. In der Altsprache nennt man sie etwa oft Drachkin. In manchen Dialekten der Niedersprache Drachin. Im Südland bezeichnet Dragisch die geflügelte Echsenform, die man gemeinhin mit den Drakin verbindet. In Irrhart werden die unsterblichen Geister der Kin ungeachtet ihrer Gestalt stets Drak genannt. In Stark dient der Begriff Drache, Dragon, Drage, Dragone als Bezeichnung für die Kin. Damit sind jedoch die Flugechsen und nicht die unsterblichen Geister darin gemeint. Während die Kin in Arcadia als bedeutend für das Gleichgewicht und alles Sein geachtet, ja verehrt werden, gelten sie in Stark als Wesen aus Sagen und Märchen. In einigen Legenden und Schriften, vor allem der christlichen Bibel, wird das Wort Drache mit den Mächten des Bösen in Verbindung gebracht. Die religiösen Konnotationen scheinen dort also in verzerrter Form überliefert worden zu sein. Wer oder was sind die Drakin? Warum nicht gleich die Frage stellen, wer ist der Schöpfer? Oder was ist das Sein? Diese Fragen werden in alle Ewigkeit unbeantwortet bleiben. Alles Wissen, um den Schöpfer in einer Antwort zusammenzufassen, ist ebenso unmöglich wie die Benennung des Allseins ohne Beschreibung all seiner zahllosen Bestandteile. Ebenso verhält es sich mit den Drakin. Wir können nicht erklären, wer oder was sie sind. Doch vermögen wir Antworten auf einige einfachere Fragen zu geben. Jene Fragen,
die mit unserem Erleben und dem, was uns die Kin selbst gesagt haben, zusammenhängen. Antworten, die uns zumindest einen Hauch der ganzen Wahrheit erahnen lassen und das Wesen der Draken ansatzweise erschließen. In der 11. Schrift des Gleichgewichts, der Schrift der Zeit, steht geschrieben: Aus der Leere zwischen den Sternen geboren, in Einheit mit dem Allsein und als Teil des Allseins, doch außerhalb davon. Die antike Hochsprache verwendet die Schreibweise Draken. Warum gibt es zwischen den Kulturen so viele Varianten und Interpretationen der Draken? Die Kin waren schon immer geheimnisumworben, und um Geheimnisse ranken sich alsbald Sagen und Legenden. Die Kin sind offenbar damit zufrieden, als Fabelwesen und Schöpfungen ausufernder Fantasie zu gelten. Bist du fertig? Ja, wir sind fertig mit der heutigen Episode. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und es hat euch gefallen, dass ich euch diesmal eigentlich nur vorgelesen habe. Wir sehen uns in der nächsten Folge, in der wir dann wieder ein bisschen mehr unternehmen mit der guten April und uns auf die Suche nach den verlorenen Teilen der Scheibe machen. Verlorenen Scherben der Scheibe, so rum. Ja, würde mich freuen, wenn ihr dann wieder einschalten würdet oder mir ein Like oder ein Abo dalassen. Macht mich alles glücklich. Und ihr wollt mich doch glücklich sehen, oder? Also, unten Like klicken, abonnieren, bla bla bla, Battle. Tschüss.